In Cottbus entsteht in Kooperation zwischen dem Karl-Thiem-Klinikum und der Stadt Cottbus eine neue Rettungswache. Das 1750 Quadratmeter große Gebäude wird Platz für 60 Mitarbeiter und Auszubildende im Schichtsystem bieten. Die Grundsteinlegung erfolgte am Freitag mit einer Investition von 7 Millionen Euro. Die Wache wird Anforderungen des Rettungsdienstes erfüllen und umfasst unter anderem Platz für Fahrzeuge, Arbeits- und Aufenthaltsräume sowie energieeffiziente Standards wie Photovoltaikanlagen. Die Fertigstellung ist bis Mai 2025 geplant. Die LWG informiert am Weltwassertag über Nachhaltigkeitsprojekte. Der 22. März steht im Zeichen von Wasser für den Frieden. Die LWG lädt dazu zu kostenlosen Führungen auf ihrer Kläranlage in Cottbus ein, um Einblicke in Wasserbehandlung und Recycling zu geben. Mitarbeiter der LWG begleiten an diesem Tag Besucherinnen und Besucher durch die Anlage und erläutern die Bedeutung des Umweltschutzes und der Wasserqualität. Die Veranstaltung findet um 15 Uhr und 17 Uhr statt. Wer dabei sein will, meldet sich unter der eingeblendeten Mailadresse an. Die Jobregionalmesse findet am 23. März in der Stadthalle Cottbus statt. Von 10 bis 14 Uhr können sich Cottbusserinnen und Cottbusser zahlreiche Beschäftigungs- und Qualifikationsmöglichkeiten in der Region anschauen. Die Messe wird von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Cottbus veranstaltet. Die Schirmherrschaft übernehmen der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus Tobias Schick und der Landrat des Landkreises Spree-Neiße Harald Alte-Krüger.